gerecht. Wer ist das? Na, wer den Gesetzen des Herrn folgt, so ein Mann ist gerecht. Morgen gehen wir über den Jordan, in das Land, das Gott der Herr uns versprach. Beim Ton der Sirene müssen wir uns auf die Erde werfen und ihre Götter anbeten. Wer sich weigert, geht durch den Schornstein. Der Herr ist unser Fels, sein Wirken ist ohne Fehl, seine Wege führen ans Ziel. Mach, was sie sagen. Bete ihre Götter an. Ich war so rasend. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Weder ich noch du. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Gott hatte bestimmt etwas anderes vor mit der Welt. All die Bilder von Schlachten, erschlagenen Menschen, brennenden Städten. Wofür? Um Einigkeit zu stiften. Ach! Krieger und Offiziere, Pferde und Waffen, alles versank in den Fluten wie Steine! Brauch keinen Gott, um wach zu werden. Ist er der Judenkönig? Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Tötet ihn und lasst Barabbas laufen. Was hat er getan? Er hat sich zu Gottes Sohn gemacht. Kitzeln die Zehen des Himmels, salzet die Wunden des Himmels, hütet die Schafe des Himmels, baut ihr einen Thron in Babel. Begreift ihr nicht, was hier geschieht? Gottes Sohn! Was meinst du? Niemand hört mehr auf uns. Wer? Die Menschen. Sie hören nicht mehr auf uns. Ist doch nicht wahr! Wann wollten sie zuletzt unseren Rat? Wir werden uns diese ganzen Gesetze unmöglich merken. Wo bist du? Gott lässt von Neuem geschehen, was in Vergessenheit geriet.